Stufe? Welche? Bei mir ist total um 6 heute. Guido? Mikrofon? Gut. Also. Ich habe gerade das Fragezeichen auf deiner Stirn gesehen, deswegen nehme ich dich dran. Müsste sein die 8, okay. Prioritäten, die Waage. Welcher Punkt, lieber Markus, ist dir denn besonders wichtig, wenn wir uns über das Thema Altersvorsorge miteinander unterhalten? Perfekt, sehr schön. So, nehmen wir mal die Ampel. Deinen Namen erkenne ich nicht, Jörg, ja? Ja, nicht gucken. Da dreht er das Blatt um. Welche Stufe? Na, also erstmal denke ich die 4. Die 3 war es gewesen, ja. Richtig? Was bedeutet das Go? Na, jetzt könnte man das Verkaufsgespräch beginnen. Richtig, die erste Wertefrage. Die da wie klingt? Oder klingen sollte? Was ist Ihnen? Muss ich passen. Okay, wer will helfen? Holger? Also ich sag's nochmal, weil das Mikro gerade nicht da war. Genau, Holger, richtig. Was ist Ihnen wichtig, wenn wir uns heute über das Thema private Krankenversicherung unterhalten? Richtig, genau. So, sind wir durch? Nee, sind wir nicht. Du trödelst. Hast lange nichts gesagt, ja? So. Welche Stufe? Nee, mir ist kalt. Du machst Fenster zu. Jürgen. Stufe 7. Klingt wie? Mikrofon? Hier, ja. Mikrofon. Ja, Stufe 7, die Wiederholung. Ja. Und Sie haben ja jetzt ja viele Punkte gesagt, damit wir wirklich nichts vergessen und das Angebot alles das enthält, was Ihnen auch wichtig ist, werde ich nochmal kurz wiederholen. Und wenn Sie so nett sind, dass Sie bei jedem Punkt einfach mal abnicken, damit wir dann alles perfekt haben. In Ordnung? Sehr gut. Sehr gut. Dein Mini-Applaus. So, wir haben noch 3 Schilder, Carsten. Alles gut. Alles schick. Hier. Dis. Facebook. Gefällt mir. Das sind so Eselsbrücken. Übrigens, Eselsbrücke Facebook, der sieht aus wie ein Milliardär, stimmt's? Nur noch mal kurz auffrischen, wie das mit der Halluzination war, weil wir nämlich gleich noch eine Übung machen dazu. Wer sieht aus wie ein Milliardär? Ach, wie der heißt der? Zuckerberg. Sieht doch aus wie ein echter Milliardär. Ja, mit einer geilen Villa und 17 blonden Frauen aus einer Long Version von Daimler. Ja. Frank, das Mikro ist so kann hier. Man sich Frank. Irren. Frank. Wo wir gerade bei Facebook sind. Das ist entweder 10 oder 12. Na, was meinst du? Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du die Wahl hättest zwischen beiden? Mach doch das Fenster zu. Nein! Frank! Ach so. Alle tick? 12. Richtig. 12, ja. Mach mal eine Formulierung. Der endgültige Abschluss. Mhm. Formulierung. Super, wir haben jetzt alles besprochen. Wann wollen Sie denn die Vorteile nutzen? Mhm. Ab wann? Gut, super. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Es gab gerade Einwände, ja, in Stufe 11. Dann sind die ausgeräumt. Dann könnte man die Formulierung ausrichten. Oh, ich bin froh, dass wir auch noch die letzten Dinge angeschaut haben, die zwischen uns standen. Jetzt fühlt es sich auch für mich gut an, weil was wäre dramatischer, als wenn ich Ihnen noch irgendetwas vorenthalten müsste, weil ich es nicht weiß und dann sitzen wir zusammen und später gibt es dann keinen Auftrag, weil Sie erkennen, das ist nicht richtig. Danke, dass Sie sich mit mir gemeinsam nochmal auf die Suche gemacht haben, was noch gefehlt hat. Jetzt fühlt es sich wirklich glaubhaft und vollständig an. Deshalb meine Frage, ab wann möchten Sie glaubhaft und vollständig versichert sein? Genau. Ja, Frank, hast du gut gemacht. So, wo ist das andere Mikro? Gut. Nee, das gebe ich nur mit zum Besten, weil es ist auf Band und auf DVD. Es könnt ihr immer wieder abrufen. Ja. So. Rolf, Stufe? Ah, der Rolf. Stufe 2, Nutzen, ja. Vermittlung. Herr Kunde, damit wir uns in Zukunft nur über solche Dinge unterhalten, die für uns beide zielführend sind, ist es mir wichtig, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ist es gestattet, Ihnen ein paar Fragen zu stellen? Ah! Na? Nochmal? Okay, pass auf! Machen wir gleich Folgendes. So, Achtung, Rolf, gleich nochmal. Und du schaust auf meinen Finger, auf den Stift natürlich.
auf den Stift und stellst die Frage gleich nochmal in Stufe 2. Also? Ist es gestattet oder wie? Ja. Nee, ich sag nochmal, damit ich Ihnen... Damit wir uns in Zukunft nur über solche Dinge unterhalten, die für uns beide zielführend sind, ist es mir wichtig, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ist es gestattet, Ihnen ein paar Fragen zu stellen? Ja, Appläuschen. Ja, und wenn du noch ein bisschen, wenn du noch ein bisschen mit dem Telefon, ist es gestattet, ein paar Fragen zu stellen? Ja, okay, also. Ist es gestattet, ein paar Fragen zu stellen? Ja, wenn wir werden natürlich heute und morgen nicht die Zeit haben, oder vielleicht doch, live vorzutelefonieren. Ich wünsche es mir wirklich von ganzem Herzen, weil das ist immer ein Brüller. Weil die machen natürlich drüben im Gratistraining Live-Telefonate. Wer das noch nicht gehört hat, kann das genau verfolgen, dass wir das jedes Mal so machen. Ansonsten bauen wir es halt heute mit ein, das Telefonat. Es ist ja wichtig, dass wir von den Stoff unterbringen. Weil ja, dann machen wir eine Viertelstunde weniger Pause und machen ein Telefonat, oder? Ist das okay? Ja, irgendwie so in der Art, genau. Ist nämlich dann für uns viel, viel, viel interessanter. Wir telefonieren nämlich lieber, als wir trainieren. Ha! Gut, das bedeutet, unsere Herzen hängen an der Telefonarbeit. Ja. So. Eins noch, Frank, mach gleich nochmal. Jetzt hast du doch vorhin aber wir trainieren auch gerne. Die Qual der Wahl gehabt. Jetzt hast du doch vorhin gesagt, 10 oder 12 Mikrofondisziplinen. Das ist die 10. Genau. Würde von der Sache her genauso klingen wie die 12. Der vorläufige Abschluss. Ne? Mhm. Gut, haben wir es durch. Gibt es jetzt noch irgendjemanden, dem irgendwas unklar ist, was die Piktogramme, die Stufen und die Formulierung betrifft? Wunderbar, also, scheint nicht der Fall zu sein. Naja, also... Ach so, da, der Guido. Guido. Stufe 2. Mhm. Nutzenvermittlung. Mhm. Da fehlt mir noch so eigentlich eine Stufe 1a, weil... Die Stufe 2, genau. Die Verbindung von den unbestreitbaren Wirklichkeiten direkt auf den Nutzen. Genau, dass da nochmal so richtig der Knaller, der richtige Nutzen, der richtige... Stellen wir mal gerade zurück, weil wir kommen ja in den einzelnen Stufen dann nochmal genau und werden alles genau auseinanderpflücken, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das ist, höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. Gut, brauchen wir jetzt noch jemanden, der das alles nochmal in der Reihenfolge anfängt? Ich denke, das ist durch das Thema, oder? Das Thema Piktogramme. Ach, die schöne Übung. Ich denke mir, das ist schon. Da würde ich bald sagen, Klaus, ein wichtiger Bestandteil. Bist ja neu. Ja. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen drauf geschaut, oder? Pass auf, wir machen Folgendes: Du kommst nach vorne und pinnst einfach mal die Schilder so an, wie du meinst, dass sie von der Reihenfolge her passen könnten. Natürlich nicht ohne Applaus, ja. Bestimmt. Ja, mutig. Ja, so. Sehr schön. So, ich lege sie dir hier mal so ein bisschen hin. Und du schaust einfach mal und machst mal so, wie es vom Gefühl her passt. Das Spiel. Die Gruppe hilft dir dann natürlich. Genau. Du musst es erst abnehmen, genau. Genau. Zu Hause könnt ihr das auch machen. Ihr habt... Oh, oh. Ich muss mal ein bisschen besser festhalten hier. Klaus, alles gut. Zu Hause habt ihr die Möglichkeit, auf unserer Webseite unter www.bayreuther-training.de die Piktogramme, wie ihr sie hier seht, euch einzeln runterzuladen. Könnt die ausdrucken und gemeinsam mit eurem Partner oder mit euren Mitarbeitern die Reihenfolge trainieren, genauso wie hier. Legt es einfach auf den Tisch und sagt, los, bring in die richtige Reihenfolge. Ja, dann ist es für ihn sehr, sehr, also haptisch eine sehr gute Übung und es geht noch stärker, die genaue syntaktische Reihenfolge noch stärker ins Unterbewusstsein. Und ihr seht, wie schnell man das lernen kann, nicht Formulierungen zu sortieren, sondern Bilder. Alle anderen können ihre Schweizer Taschenmesser rausholen, da ist ja meistens so eine kleine Schere dran oder den Nasenhaarentferner und können diese und können hier schon mal die 12 Piktogramme ausschneiden und können dann von ihrem Nachbarn mischen lassen und bringen es dann wieder in die richtige Reihenfolge. Wie klingt das für euch? Damit ihr nicht so...
Wer von euch hat den Fehler entdeckt? Ich wollte euch nur mal testen. Nee, ist alles gut, Klaus. Du bist richtig bisher. Alles gut. Okay. So, Achtung, ich habe einen Vorschlag. Okay. Ich habe einen Vorschlag. Wir werden ihm jetzt ein paar kleine Krümel auf den Weg geben und er kann selber, und zwar beweisen, dass er vernetzt denken kann. Vernetzt heißt nichts anderes, er nimmt ein paar Bausteine und fügt die so zusammen, dass sie eine Logik ergeben. Ich werde jetzt irgendwas erzählen und dabei wird ihm auffallen, was er als nächstes und einfallen, was er als nächstes zu tun hat. Und zwar mache ich hier eine typische Handbewegung und zwar beobachte, was genau ich tue. Ich habe hier meinen Stift als Verkäufer. Ich leihe mir von Andreas die Notiz, also den Notizblock aus und schreibe mir ganz viel auf. Ganz viele Dinge schreibe ich mir auf. Ganz viele Dinge. Schau mir das so an. Also ich schreibe mir die auf. Das sind alles Dinge, die der Klaus mir nannte auf die Frage, was ist Ihnen wichtig? Dann hat er mir gesagt, es braucht eine lange Haltbarkeit. Er hat mir gesagt, es braucht ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er hat mir gesagt, es braucht eine zuverlässige Garantie. Er hat mir gesagt, was genau meinst du mit zuverlässiger Garantie? Wie mit zuverlässig? Ist doch klar, der zuverlässig heißt zuverlässig. Ja, ich kann doch nicht wissen, was für dich zuverlässig ist. Deswegen frage ich ja, was genau du meinst. Hey, hier weiß jeder im Raum, was zuverlässig bedeutet. Aber hier selbst Klaus weiß, was zuverlässig bedeutet. Weißt du, Klaus ist ja nicht dämlich. Wenn ich sage, zuverlässig, hat er schon eine Ahnung. Und wenn ich ihm sage, Qualität, dann weiß der auch, was gemeint ist. Oder sieht er vielleicht aus wie ein unterbelichteter Nachtwächter. Klaus, bist du zum Beispiel auf Anhieb, wenn ich ihm sage, mir ist mehr Liebe wichtig, dann weiß er sofort, was mit Liebe gemeint ist. Schließlich kann er ja Liebe beschreiben. Er war doch schon mal verliebt, oder? Aha, was Mikrofon, wäre denn automatisch, Mikrofon. Ach, er weiß nicht, was ich unter Liebe verstehe. Wo ist das Mikrofon? Da haben wir ein Mikrofon. Lieber Klaus, was genau wäre das nächste Piktogramm in deiner Reihenfolge? Also hier auf deiner Ich würde jetzt die Board. Checkliste nehmen. Die Checkliste, jetzt die Checkliste. Wohin? Als fünftes. Da kommt kein gutes Feedback, merkst du das? Ja, Vertiefung. Schau mal, schau, Achtung, ich schreibe hier, Klaus, wir machen eine ziemlich coole Übung. Ich habe hier Liebe eingekreist, ja? Klaus, stell dich mal so hin. Wo bist denn du jetzt? Achtung, stell dich so hin, schau mir in die Augen, schau auf das Wort Liebe und schau genau, was ich tue. War das schärfer? Danke. Richtig. Wir haben uns nämlich hier Notizen gemacht und der Kunde hat natürlich in einer Sprachunschärfe Rückmeldungen geliefert, die halt ja auf der Metaebene irgendwas zum Ausdruck bringen. Unsere Aufgabe ist es, um Irrtümer zu vermeiden und falsche Angebote auszuschließen, nämlich Volltreffer zu landen, dass wir die einzelnen Bedeutungsschichten, was bedeutet denn für dich, lieber Klaus, was bedeutet denn für dich, Liebe? Soll ich jetzt vor der großen Gruppe hier sagen? Nö, du kannst doch Folgendes machen. Ich gehe hinter die Tafel, dann ist sie kleiner. Sag, dann beschreibe es mit, dann nimm doch das Wort, was nach dem kommt, was du gerade eben. Was bedeutet für dich Liebe? Ja, Liebe bedeutet für mich ein Gefühl der starken Zuwendung. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was verstehst du denn unter Zuwendung? Heißt das? Nein, natürlich nicht. Apanage. Ja, ich möchte von dir eine Zuwendung. Ich fühle mich nur dann geliebt, wenn du mir jeden Tag 5.000 Euro überweist. Wie klingt das für dich? Scheiße. Genau. Also Geld scheint es nicht zu sein. Was genau ist es?
Zuwendung. Ein Gefühl von Verbundenheit. Meinst du das? Nicht mit dir. Nicht mit mir. Ein Gefühl von Verbundenheit. Wer hat Handschellen dabei? Oder noch besser. Was hältst du von der Idee, wenn wir uns chirurgisch miteinander vereinen? Als siamesische Kybernetiker. Na, lieber nicht. Immer wenn du beim... Das hat einen Vorteil, weißt du auch welchen? Wer kennt den Vorteil? Immer wenn du im Verkaufsgespräch sitzt, kannst du nämlich sagen, ich gucken Sie mal hier, da hat der Kunde Mitleid und ich kann dir laufend beim Verkaufen helfen. Wie klingt das für dich? Interessant. Ich bin immer dabei. Und niemand würde auf die Idee kommen, dass du ein... Er könnte mich immer als ein notwendiges Übel verkaufen und der Kunde hätte nicht das Gefühl, dass es sich um einen etwas weniger gut pfiffigen Verkäufer handeln kann, sondern ich wäre immer schuld und er würde immer die Aufträge einfahren. Na, wie klingt das für dich? Gut, ja. Echt? Dann wäre der Eiterbatzen, ja, hier, noch erträglich. Stimmt? Es hat immer einen höheren Wert. Wenn ich also einen unangenehmen Kompromiss eingehe, na, wie fühlt sich das an? Krieg aber was Höherwertiges dafür. Den kann ich selbst so ein Eiterpickel wie Bayreuther mein Leben lang bei mir führen. Das passt aber mit meinem Wertesystem nicht richtig. Nicht mit meinem, soll ich die Uhr abmachen? Gut, alles klar. Also, du weißt Bescheid, lieber Klaus, ja? Genauer hinschauen, das wirst du nie mehr vergessen. Sagt dir irgendeiner wieder mal, sicher, schnell, Qualität, Zuverlässigkeit, erinnerst du dich an dieses, ja? Und bringst sofort die Lupe. Und welches Wort genau ist es, was du hier genau in den Kern deiner Frage integrierst? Ja, das ist Hinterfragen, aber müsste das nicht nach der Checkliste kommen? Welches Wort genau ist es, was du hier genau an dieser Stelle... Na, wie genau meinst du das? Was welches genau Wort genau, das? Welches Wort genau integrierst du an dieser Stelle, genau an dieser Stelle und wirst damit... Genauso genau wie alle anderen, die genau wurden an dieser Stelle, als sie genauer werden wollten, weil es noch genauer geht. Genau. Ja, genau. Beifall. Applaus. Genau. Genau das meinen wir. Aber macht's nicht so wie die Jungs aus dem Mediamarkt, die dann kommen, ich weiß genau, was sie genau, meinen. Kommen sie genau. Genau. Richtig. Absolut genau. So, dann helfen wir dem Klaus noch einmal. So, Sie haben mir jetzt alle möglichen Sachen erzählt. Ich habe mir viel aufgeschrieben. Allerdings sehe ich gerade, dass hier was Wichtiges fehlt. Also ich spreche jetzt meine Gedanken aus. Ja. Oh. Aha. Sehr gut. Es gibt nämlich Dinge, die Kunden vergessen, weil sie denken. Da denkt der Klaus sowieso von selbst schon dran, später stellt sich heraus, ist nicht so. Es gibt Dinge, die Kunden einfach nicht wissen können, weil Klaus was Neues entwickelt hat. Es gibt Dinge, die vergessen die Kunden einfach. Es gibt Dinge, die fragen die Kunden nicht, weil sie sich schämen. Und es gibt Dinge, die fragen, die nennen Kunden nicht in Stufe 3 und 4 auf die Frage, was ist ihnen wichtig, weil sie glauben, das kann der sowieso nicht oder die können sich das nicht leisten, die Kunden. Und so ist es immer gut, mit der Checkliste zu arbeiten. Die Checkliste ist Gold Rush. Hier wird die Wertanmutung angehoben und er wird mal richtig gut verkauft. Also, lieber Kunde, wir haben alles soweit besprochen, Sie haben viel aufgeschrieben. Jetzt gibt es immer wieder Dinge, die anderen Kunden, anderen Firmen, die in genau der gleichen Situation gewesen sind, wie Sie jetzt mit mir sind. Ich habe mir mal so eine kleine Checkliste erarbeitet, was anderen Vorständen wichtig war, als sie sich vertrauensvoll in den Schoß eines Unternehmensberaters begaben. Da war 1, 2, 3, ist es auch für Sie ein wichtiger Punkt. Gut, dann notiere ich mir das mit. So, welcher der vorgenannten Punkte? Jetzt möchte ich gerne mal Folgendes von dir wissen. Lieber Klaus, was gab es heute zum Frühstück?
Danke, reicht. Reicht, genau. Oder ist es eingefallen? Ja. Nenn mir mal ein paar Beispiele. Es gab genau ein Brötchen und ein belegtes Brot. Okay, Margarine oder Butter? Butter. Wie viel war übrig von der Butter? Welche Marke war das? Da war noch 3/4 übrig, die Marke weiß ich nicht mehr. Genau. Jetzt stell dir vor, der Kunde sagt 2, 4, 5, 8, 10, 12 Dinge, es wird ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was hinterfragt und der Einzige im Verkaufsgespräch ist der Verkäufer, der sich Notizen macht. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde noch alles griffbereit hat, was du ihm entlocktest? Die Frage ist jetzt ein bisschen vorgebend, was ich sagen soll, aber ich denke mal, der weiß schon im Großen und Genauen, was er will. Im Großen und Ganzen. Wenn nun das Große und Ganze, wie viel Prozent hat für euch das Große und Ganze, bitteschön, wie viel Prozent, wer hat ein Mikrofon? Hier, Bernd, wie viel Prozent ist das Große und Ganze? Sag mal, 20% vielleicht. Ich hätte jetzt so auf 80 getippt. Ja, er sagt 20. Ab wann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du im ersten oder überhaupt Verkaufsgespräch verkaufst? Wenn welcher Wert sinkt, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses. Was muss fehlen, damit der Kunde garantiert nicht kauft? Der Nutzen. Welcher Nutzen? Und zwar wie viel davon? Angenommen, du hast 10 Nutzendinge erarbeitet, die ihm wichtig sind. Wie viele müssen fehlen, damit er nicht kauft? Denk mal 50%. Echt? Das heißt, wenn ich dir ein Verkaufstraining verkaufe, ja, und die Hälfte von dem, was dir wichtig ist, lasse ich einfach weg, bist du trotzdem cool und überweist mir Geld. Nee. Danke. Ja. Also, was willst du denn von mir erfüllt sehen? Reichen 70%? Dann eher 95%. Ach, 95? Okay. Und die anderen 5%? Weißt du was? Ich darf mir was aussuchen, was ich streiche. Nicht wahr? Die sind mir nicht so wichtig. Darf ich mir für die 5% was aussuchen, was ich wegnehme, damit er von 100 auf 95 kommt? Darf ich mir was aussuchen? Ja, das entscheide ich aber später dann. Ach, das heißt, du willst schon wissen, was ich mir aussuche. Dann würde ich dir nämlich die Umsatzsteigerung wegnehmen. Das waren 20 Punkte und einer war Umsatzsteigerung. Nehme ich dir weg und buche trotzdem bei dir ab. Wie klingt das für dich? Nicht gut. Nicht gut. Na gut, dann gebe ich dir die Umsatzsteigerung zurück und ich streiche, Moment, die 14-tägige Kündigungsfrist. Mach 5 Jahre draus. Gut? Nee, auch nicht gut. Ach, was ist denn jetzt? Na gut, dann gebe ich dir die Kündigungsfrist zurück. Ich nehme dir die Einwandbehandlung weg. Wir machen mit dir niemals Einwandbehandlung. Das wird einfach übersprungen. Wie klingt das für dich? Auch nicht gut. Oh, merkst du was? Wir könnten nämlich an dieser Stelle baden gehen, wenn wir die dominanten Kaufmotive, auf die der Kunde nämlich nicht verzichten möchte. Ach, was ist denn das für ein Motiv? Komm, die 5%. Weißt du, was ich dir wegnehme? Ich nehme dir weg, dass wir... Ah, was nehme ich denn? Sag du, was ist unwichtig? Was darf ich dir wegnehmen? Ist nicht jetzt. Eigentlich gar nicht, 100%. Eigentlich gar nicht, eigentlich 100%. Das heißt, wenn wir hier was Wichtiges vergessen, weil der Kunde nämlich nichts aufgeschrieben hat und dem geht es manchmal wie dir, der weiß auch nicht, welche Marke die Butter hatte. Der kriegt das nicht mehr alles zusammengebaut. Das Puzzle zu einem Bild. Passiert was? Wenn wir die Wiederholung vergessen, nach all unseren Notizen, passiert was? Dass er auf die Frage, was von all den vorgenannten Punkten, die Ihnen wichtig sind, ist Ihnen denn besonders wichtig, lieber Klaus? Was könnte dann passieren, wenn du es nicht nochmal wiederholst? Kriege ich nicht raus, was dem wirklich wichtig ist. Könnte es sein, dass er einen wichtigen Punkt einfach vergisst und dass dir dann ein entscheidendes Kaufkriterium, ein dominantes Kaufmotiv durch die Lappen geht. Schau,
Angenommen, lieber Freund des Verkaufs, wir gehen mal folgenden Weg für eine Minute. Jedes Piktogramm repräsentiert einen Punkt auf die Frage, was ist Ihnen wichtig, lieber Kunde, wenn Sie in einen Unternehmensberatungsbetrieb investieren und die Geschicke des Unternehmens in einen Consultant legen. Nun, mir ist wichtig ein Herz, dann was ist Ihnen sonst noch wichtig? Ein Eurozeichen, Das wären deine 12 Punkte auf dem Notizblock. So, lieber Kunde, jetzt nennen Sie mir mal alle Piktogramme, die auf der gegenüberliegenden Seite, die ich mir notiert habe, ganz schnell. Genau, er stand die ganze Zeit davor. Den ganzen Tag hat der Kunde sich mit den Piktogrammen beschäftigt. Beziehungsweise schon 4 Stunden oder 3. Nochmal, Test, alle Piktogramme. Ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber nicht alle. Genau, ich könnte Ihnen jetzt ein paar aufzählen. Ja, die Frage zu beantworten, welche der vorgenannten Punkte ist Ihnen denn besonders wichtig, könnte in der Gegenfrage münden, lieber Klaus. Welche Gegenfrage des Kunden an dieser Stelle wäre möglich? Mit welcher müssten wir rechnen? Welche Kriterien gibt es denn oder welche Punkte waren es denn überhaupt? Genau, welche, was habe ich denn alles gesagt? Und das passiert allen, die glauben, dass sie hier Zeit verschwenden. Manchmal sagen die Kunden nämlich nicht, was habe ich denn genau noch, was war denn das alles, was ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Können Sie mir nochmal sagen, was ich gesagt habe? Das passiert ganz selten. In der Regel wollen die einfach nur die Frage beantworten und, oh, was habe ich jetzt gesagt? Oh, also, wir hatten das schon mal erlebt. Was? Oh, und dann ziehen die sich das so selber aus der Nase. Die Gefahr, dass die dominanten Kaufmotive nicht vollständig sind und wenn nur ein dominantes Kaufmotiv nicht erfüllt wird, ein dominantes, da kommen wir gleich dazu, gibt es keine Kaufzusage, stimmt's? Logisch! Und wieder sind wir schachmatt oder patz, weil der Kunde nicht sagt, der kann doch nicht mal sagen, Moment mal, lieber Wolfgang, da war noch so ein dominantes Kaufmotiv. Könnt ihr das nochmal in die Bedingungsfrage einbetten, damit Sie dann eine provisorische Kaufzusage kriegen können? Da haben Sie nämlich was vergessen, lieber Verkäufer. Macht er ja nicht. Sondern der sagt einfach, der muss manchmal gucken. Und das Gucken ist nichts anderes wie der Gedanke, was war jetzt mit dem Preis? Na gut, das werden wir dann sehen, wenn er das Angebot macht. Und dann war das nicht, weil der Verkäufer das nämlich auch vergisst, weil er sich nämlich nur auf die Dinge konzentriert, die zum Auftrag führen. Wenn der Kunde sagt, der Preis ist mir nicht wichtig, wieso sollst du dann auf den Preis herumhacken? So, deshalb wird hier nochmal wiederholt, bevor wir die Frage stellen, welche der vorgenannten Punkte sind am wichtigsten, der Kunde puzzelt nochmal alles zusammen, sieht das vollständige Bild und kann dann gezielt und sicher flüssig auswählen. Das ist ein sehr wichtiger Moment im Verkaufsgespräch. Weil Verkäufer angewohnheitsgemäß sagen, Mensch, es muss doch schneller gehen. Das ist mir alles zu langatmig und zu sülzig. Die 2 Minuten, die Sie hier sparen, legen Sie hier 200.000-fach wieder drauf. Und beißen sich die Zähne aus. Mensch, Klaus, jetzt warst du gleich das erste Mal hier und voll auf der DVD.